Und herzlich willkommen zurück. So, jetzt haben wir da drüben die Mission. Aber ich würde ganz gerne meine Kleidung ändern, wenn das denn geht. Komm, spring doch einfach. Was ist denn los mit dir? Was ist ein Weg? Zu eskaliert. Was passiert eigentlich? Reparieren, nichts zu reparieren. Rüstung. Lederstiefel. Helmschmiedstiefel. Ach, die kann ich ja gar nicht ansehen. Es geht ja nur bei Brotherhood. Nur das Allerfeinste. Ja, wir wissen's. Kastanienbraun, Stahlgrau, Elfenbein, Assassine. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich das jetzt so mache. Ich habe bald mehr im Angebot. Macht euch nicht wahr. Bringt nichts. Ich würde gerne diese Montur ausziehen und die Standard-Assassinen-Montur wieder anziehen. Ja, ich weiß, dass da eine Sondererinnerung. Diese Markierung identifiziert Sondererinnerung. Aha. Faszinierend. Ja, dann müsste ich eigentlich kurz nach Montregioni und die Rüstung einfach mal wechseln. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel, ne? Haue gehabt. Dann können wir das mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Apothekenbedarf, ja. Fülle ich mal auf. Genau, Gift haben wir auch noch. So. Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Ja, später vielleicht. Ich möchte unbedingt. Ah, hier ist ja so eine Schnellreisestation. Dann geht das ja schneller. So, Venedig, Florenz, Montregioni, Villa, Montregioni. So. Dann reise ich mal kurz zurück, weil ich möchte gerne eine andere. Weil die Montur, die ich jetzt anhabe, da kann ich die Kleidung nicht einfärben. Ne? Genau. Und ich will mir das halt ein bisschen schwieriger machen, wenn ich jetzt eine leichtere Rüstung trage. Dann habe ich auch einen kleineren Lebensbalken oben. Ich will mir das ein bisschen schwieriger machen, sonst ist mir das irgendwie zu einfach. Genau, er lebt ein bisschen lange. Zerbrochene Rüstung. Ja, dann sind die Quadrate rot. Dann ist die kaputt. So. Dann rennen wir schnell um die Ecke. Auf dieser schönen Strecke. Ich fange es an zu reimen. Ja. Und dann verließen sie ihn. So. Was wollen wir denn anziehen? Helmschmied. Da habe ich ja eh nur die Stiefel. Ja, zack. Automatisch habe ich dann das klassische Assassinen-Outfit wieder an. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das andere nicht gefällt, aber so ist das irgendwie cooler. Genau. So. Was, L? Das ist Lester. Ah ne, wir spielen ja nicht GTA. Leonardo. Genau, Leonardo malt. Das sieht aus, als hätte der da so Eishörnchen liegen. Weißt du, die geschmolzen sind. Irgendwie so sieht das aus. Es wackelt ein bisschen. Mal ein bisschen rumjustieren. Einen Moment. So. Kann ich mit dem sprechen? Ja. Leonardo, Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Aha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich diese Zeile neu schreibe.
Es funktioniert. Hier, nimm's. Sehr schön. So, und dann rennen wir wieder zurück, damit wir weiter die Mission machen können. Jetzt kann ich nämlich wenigstens zwischendurch immer wieder mal die Kleidung färben, weil das geht bei der einen nicht, bei der einen Rüstung. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Mhm. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. So. Romana Forli. Ja. Genau. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Bei mir ist es eher wechselhaft. Man sieht das ja ab und zu. Dann ist es hell erleuchtet, der Bildschirm. Jetzt ist es wieder ein bisschen dunkler. Dann sieht man die Sonne, dann geht sie wieder weg. Dann kommt sie wieder. Also krass bewölkt ist hier. So. Darf ich mal vorbei hier? Mach mal Platz jetzt hier. Mach mal Platz da. Ich bin der Mats da. Nein, nicht singen. Hä, was mit ihm? Da, ich sehe ihn. Was? Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. So. Jetzt mal kurz hier hochkraxeln. So. Und weiter geht's. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico und Keiko zu euren Diensten. Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Seht, ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt. Der Pate. Das ist so ein Film. Katharinas Kinder retten. Aber sicher das. Wir sind gesucht. Wer hätte es gedacht? Zwei Kinder retten. Jetzt mal kurz auf die Mappe gucken. Na, können wir uns angucken. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem, weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Mhm. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Liario, einen Templer, umzubringen, was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück.
den Abstergo-Daten nach, konnte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Aussiebrüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage mich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Tja, das fragt man sich immer wieder. Genau. Berufsdieb. Ja, was hat er für eine Bezeichnung? Aber okay. Da wollte ich aber in der Regel nicht. Ich wollte die Map haben. So, wir sind jetzt hier unten und wir müssen dahin. Dann laufen wir am besten erst einmal ganz quer durch die Stadt. Das ist besser. Markiere ich das erstmal so ein bisschen. Ach, da läuft schon wieder eine blöde Uhr. Komm, Ezio. Ich weiß nicht, ob er das im Hintergrund hört. Irgendjemand ist hier heftig am Sägen. Natürlich müssen wir das immer abends machen. Wir haben 5 Minuten nach 8 Uhr abends. Ezio, hör doch auf damit. Klappe zu. Immer hier so Messer, ne? Ah, sehr schön. Huhuch. Was? Schnauze, habe ich gesagt. Wo komme ich jetzt hier hoch? Ach komm, jetzt zieh dich hoch da. So. Ist das Mädel? Hier muss irgendjemand versteckt sein. Ha, wo ist die Dame? Nö, nö. Na komm! Lauf, solange ihr könnt! Jetzt entwaffne ihn doch! Was ist denn los? Ich drück doch! Alter, das geht mir auf den Zeiger hier mit dem Lanzenmann. Komm, stich zu. Und du da oben gehst mir auch auf den Piss.
Assassino. Ja, lauf weg. Sehr schön. Grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Alles klar, Mädel. Lauf nach Mami und wir holen deinen Bruder. Na komm schon. Mein Controller will manchmal nicht so. Dieser Leuchtturm ist das. Ah ja. Zielperson vor allen Dingen. Wir mal markieren. Pferdchen, wir brauchen nicht. So. Hör! Aus dem Weg, Leute. Ihr hört doch, dass sie das nicht hören, dass da ein Pferd kommt. Los! Ach, Pferd, jetzt hängt er da in so einem scheiß Fass fest, oder was? Ach, Hund, sage ich schon. Pferd, gib Gas. Wir springen doch drauf auf die Leute. Oh, Ezio, du bist zu blöd zum Kacken. Komm, greift an. Ach, dann wird mir zu blöd hier. Greif an, habe ich gesagt. Jetzt schmeiß doch deine blöde... Sag mal, Ezio. Fang an jetzt. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Kannst du dich mal bitte da festhalten, Ezio? Ezio! Kletter... nee, ich hasse das. Verpiss dich. Gehst mir nicht auf den Sack hier. Jetzt kletter da hoch, du blöde Spaghetti. Meine Güte. Beweg dich. Manchmal ist das echt frustrierend, wenn er nicht das machen soll, was er machen soll. Ja klar ist das ein kleines Kind, du Blödmann. Sorry. Halt den Bubble. Tschüss. So. Einer ist weg. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder einen Bug. Denn mir folgt jetzt der rote Punkt. Das ist auch schön. Das ist, ja. Jetzt meine ich immer die ganze Zeit, da ist irgendwie, ne? Irgendwie ein Feind oder so dabei. So. Ah, ich muss wieder zurück. Okay. Markiere ich mal eben. Und dann rennen wir gleich da wieder hin. Ganz genau. Aufs Pferdchen. Hops. Und los.
Ja, sag uns das nicht ewig. Wir wissen, dass deine Mission ist. So. Ich bin total von Sinnen. Hoppala. Jetzt kann ich mich wieder nirgendwo festhalten. So. So. Ah, das wollte ich euch. Lass dich fallen, Junge. Das wollte ich auch mal zeigen. Wo wir die normalen Missionen hatten, also bevor wir diese jetzt hier alle angefangen haben, mit diesen Orsi-Brüdern, hatten wir hier bei diesem Haus, ne, noch kein, also dieser Garten hier, der war da noch nicht, der ist jetzt nachträglich noch dran gekommen. Genau. Liegen da auch schon die Liegen drin? Ja. Faszinierend. Ich da. Mhm. Ich da, ich kann ihn nicht sehen. Hui. Klatsch. Sehr schön. Es tut mir leid, Erzieher. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Keiko Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Nicht schon wieder die Berge. Keiko Matt. Keiko Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Geht die Rennerei wieder los. Naja. Ach Mensch. Lass mich. Kannst du nicht mal hier dein Zeug hier schmeißen? Lauf. Hier kommst du niemals durch. Ezio, beweg dich. Lauf. Dass man dem das immer sagen muss. Furchtbar. Zieh dich hoch, Junge. Hör auf, da rum zu wackeln. Da komm, auf das Pferd und höher. Ach, das gibt's nicht. Ich mag solche Missionen nicht. Die Leute sollen sich stellen vernünftig und nicht immer weglaufen. Ich hasse Leute, die weglaufen. Komm. Da ist er jetzt.
krieg ihn nicht. Oh, und er lässt sich für jeden Scheiß aufhalten. Kann ich nicht Messer nehmen oder was? Nimm doch das scheiß Pferd, Mann. Lauf. Oh, warum muss man dem Spieler das noch so schwer machen? Mensch, das gibt's doch nicht. Tofina eskaliert hier gleich. Und der Sack da ist gleich wieder weg. Los, beweg dein Pferdehintern. Meine Güte. Endlich. Das ist immer ein bisschen ein Krampf. Hast du deine Leute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Da hat er uns doch noch den Dolch reingehauen. Oh oh. Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Ein Mönch. Bis jetzt sind wir da in diesem Garten drin, was ich euch eben gezeigt habe. Und wir liegen auf der Liege. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Plötzlich haben wir einen Bart. Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Keko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Ich glaube, ihm fehlt ein Finger. Sieh, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Codex-Seiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja. Alles klar. Sehr schön. Seht ihr? Plötzlich hat Ezio ein Bart. Sequenz 13 wurde repariert. Ja, die machen wir jetzt gleich. Aber erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, eure Tofina.